Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein Rezeptvideo für euch und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Hier seht ihr dann natürlich erstmal alle Zutaten und dazu brauchen wir weiße Schokolade, Speisequark, Mascarpone, Schlagsahne, eine Zitrone, ich würde sagen eine Bio-Zitrone, aber das müsst ihr selbst entscheiden. Dann natürlich Erdbeeren, ich habe sie aus der Dose genommen, weil wie ich das Video gedreht habe, gab es noch keine frischen. Feinen Zucker, Vanillezucker und dann können wir auch direkt anfangen. Wir schlagen zuerst die Sahne steif und wenn man Sahne steif schlägt, dann soll man das immer nur in eine Richtung drehen. Habe ich mal gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und zu der Sahne geben wir auch direkt noch den Vanillezucker. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Probe gemacht, denn wenn ihr den Messbecher auf den Kopf stellt und nichts fällt raus, dann ist die Sahne definitiv steif. Dann brauchen wir eine Schüssel, da geben wir dann den ganzen Quark rein. Dann kommt der Mascarpone dazu, dann der Zucker, dann die Zitrone und dann mixen wir das alles ein bisschen durch, bis das eine homogene Masse ergibt. Mit dem Mixer ging das nicht so einfach, deswegen habe ich es dann einfach hinterher mit dem Löffel nochmal gemacht. Dann heben wir portionsweise die vorher geschlagene Sahne unter die Mascarpone-Quarkmischung und geben nochmal Vanillezucker in die Mischung. Das Ganze rühren wir dann auch nochmal um. Die Erdbeeren befreit ihr von ihrem Saft, den könnt ihr beiseite stellen. Und dann pürieren wir die Erdbeeren mit einem Pürierstab. Dann habe ich noch ein bisschen von dem Erdbeersaft mit in das Pürierte gegeben, weil ich einfach gedacht habe, dass es zu wenig ist und es halt auch noch zu feste war für mein Vorhaben. Dann nehmen wir uns Dessertgläser oder Schüsseln, wie ihr das gerne hättet, und füllen die Quark-Mascarpone-Sahne-Mischung in das Glas. Dann geben wir ein bisschen von der pürierten Erdbeere oben drauf und fangen danach an, die weiße Schokolade ein wenig zu hacken. Ja, ich habe das so eher darunter gerieben, aber ich hatte halt nichts anderes, womit ich das hätte machen können. Und wenn wir genug weiße Schokolade gehackt haben, tun wir das oben auf die Erdbeercreme mit drauf und ja, somit wäre unser Dessert auch schon fertig. Bei mir hat das für 2 Tassen und 2 Gläser gereicht und ich muss sagen, ich hatte unheimlich wenig Erdbeeren. Ich glaube, das waren 200 Gramm und das empfand ich wirklich als viel zu wenig. Also an eurer Stelle würde ich ein bisschen mehr nehmen, außer ihr wollt halt nicht mehr. Und Palter fand das zwar auch lecker, aber ihm war das auch zu wenig Erdbeere und er hätte sich gewünscht, dass ich das Dessert vielleicht schichte. Also erst eine Schicht Quark, Sahne, Mascarpone, dann Erdbeer und dann halt wieder Quark, Sahne, Mascarpone. Ich fand es aber auch eigentlich so ganz lecker und wie gesagt, alle genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr euch mal dazu entscheidet, das Rezept nachzumachen, würde ich mich sehr über ein Bild auf meiner Facebook-Seite freuen. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Tschüss!